Hallo Sims 4-Freunde, herzlich willkommen zurück zu die Sims 4. Wo sind sie denn alle? Wir müssen dir jetzt mal ganz kurz eine neue Gangart verpassen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das ohne Cheat geht. Bin ich gerade ganz ehrlich. Aber ich glaube, Gangart ging. Wir werden es jetzt gleich sehen, ob es geht. Ansonsten mache ich es offscreen, denke ich. Ah, es geht. Federnder Gang, schleppender Gang, trotteliger Gang, strammer Gang, stolzer Gang, hochmäßiger Gang. Nö, wir nehmen den, das sieht gut aus. Und er ist ganz glücklich. Er ist happy. Nehmen wir. So. Ich muss jetzt erstmal gucken. Entschuldigung. Ich musste kurz gehen. Wir haben. So spät haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben 19:45 Uhr, montags. Montags 19:45 Uhr und ich gähne schon. Schlimm. Ja, eigentlich wollte ich ein bisschen früher aufnehmen, aber ich habe zu Hause ein bisschen rumgewuselt, als ich vom Geschäft heimgekommen bin. Ausgespült, bisschen aufgeräumt, so das Standardmäßige, was man halt meistens macht, wenn man heimkommt. Und deswegen nehme ich erst jetzt auf. So, du nimmst jetzt Urlaub. Nein, nicht Urlaub. Ich habe mich schon wieder verklickt. Urlaub nehmen. Er macht fleißig Hausaufgaben. Hast du eigentlich deine Hausaufgaben gemacht? Okay, sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. Und Fitnessfähigkeit Level 4, sehr schön. Sie muss in einer Stunde arbeiten. Warum trainiert sie eigentlich? Egal. Vielleicht, nee, du machst Freundschaften schließen. Erreiche Level 5 der Sozialfähigkeit, eine Freundschaft fürs Leben schließen. Okay, ich mache jetzt kurz Folgendes. Gameplay lang. Ich verlängere jetzt mal hier kurz die Sims Lebensdauer. Wir können es ja immer wieder manuell umstellen. Das ist ja das Tolle. Aber ich möchte ein bisschen an den ihren. Ja, Bestreben arbeiten. Mir fehlen gerade manchmal wirklich die Wörter. So, und du machst auf Freundschaften schließen. Du kannst mal wieder aufhören zu trainieren und dann duschen gehen. Er hat aus dem folgenden Grund Urlaub genommen. Wenn sie dann auch arbeiten ist, möchte ich, dass er ein paar Pflanzen suchen geht, weil er hat ja so einen kleinen Traum von dem perfekten Garten, dass es sich halt auch lohnt, das Mikroskop zu benutzen. Die Schule veranstaltet einen Rechtschreibwettbewerb und Renesmee hat es in der letzten Runde, hat es bis in die letzte Runde geschafft. Doch diesmal hat sie das Wort, das sie buchstabieren soll, noch nie gehört. Renesmee sieht sich im Klassenzimmer um und erblickt, wie die Streberin der Klasse einen Zettel mit einem Wort hochhält. Soll sie die Hilfe annehmen oder einfach raten? Puh. Sie könnte uns aber auch verarschen. Wir nehmen mal die Hilfe an. Natürlich war das falsch.
War ja so klar, dass das falsch ist. Das überlege ich mir noch. Ich mache jetzt trotzdem mal ein Pin hin. So. Wieso bist du denn eigentlich schon wieder müde? Pflanzen 10-mal jäten oder gießen. Ja, da bist du gerade dabei. Das ist das, was du danach machst. Wenn er jetzt alles jäten muss, sind wir schon mal bei 5. Und wenn er das dann noch alles gießt, dann ist schon mal das eine erledigt auf jeden Fall. Dann müssen wir nur noch losgehen und Pflanzen suchen. Was haben wir denn jetzt bekommen? Passt bekommen. Ich finde es schön, dass uns die Vampire so viel schicken. Was ist es denn diesmal? Plasmafruchtsamen. Wie lieb. Ja, poste das mal. Was? Foto auf Instagram posten. Lustig. Du machst nur ein Nickerchen, ich sag's dir. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Weil ich das verkaufen wir. Wir haben ja schon Plasmafrüchte. Er macht jetzt auch nur kurz ein Nickerchen. Aber bis dahin geht's dann wieder. Bis er da wieder aufwacht. Ja, gelb. Wir sind jetzt ja keine 30.000 Stunden unterwegs. Wir sind nur 35.000 Stunden unterwegs. So. So an sich geht es ihm ganz gut. Die reisen. Nein, wir reisen alleine. Wir mögen keine Menschen. Steine sind in Ordnung, Menschen sind doof. Da liegt was auf dem Boden, Adam. Adam, Adam, hast du das da hingelegt? Adam, sag mir nicht, dass du das warst. Ich weiß genau, dass du das warst, Adam. So, wir reisen in den Magnolienblütenpark. Wir gehen in jede Stadt mal, in den Park oder also auf die Grundstücke, wo man halt Pflanzen ernten kann. Dass wir einen riesengroßen Garten haben, wo wir dann wahrscheinlich 30 Stunden brauchen, bis er gejätet, gegossen und gegen Käfer eingesprüht ist. Oder wir holen uns einfach einen Gärtner. So wie ich mich kenne, werden wir uns wahrscheinlich dann irgendwann einen Gärtner zulegen, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Dass mein Sim da 3 Tage steht und sich um den Garten kümmert. Und sich danach bei mir beschwert, dass er müde ist, auf die Toilette muss, duschen muss, Hunger hat und schlafen will. Am besten alles gleichzeitig. Weil er 3 Tage im Garten hat stehen müssen und Gartenarbeit machen müssen. Und vor allem haben wir gar nicht so viel Platz im Garten, wenn ich gerade recht überlege. Wir haben ja dieses Mods-Schiff da stehen für unsere Kinder. Ja, okay, Darko spielt jetzt nicht mal unbedingt auf diesem Schiff rum. Aber trotzdem, er hat es früher ja auch getan. Das ist aber schon eine Weile her. Oh, nach Frösche können wir auch noch suchen, wenn wir eh schon hier dabei sind. Und dann nehmen wir noch Birnen mit. Wir nehmen einfach alles mit, was wir hier jetzt finden. Auch Frösche. Ja, die können wir dann unserer Frau zustecken, dass die Plasmabeutel machen kann. Funktioniert alles nicht. Das ist auch ein Apfelbaum. Erdbeerstrauch klingt gut. Das hier brauchen wir auch noch. Das ist Apfelbaum. Oh, ein Surferfrosch. Ein Erdbeerstrauch. Das, die Lilienpflanze haben wir schon. Birnenbaum haben wir auch. Da liegt ein
Felix Offermann. Okay, sie hat eine 2. Er hat auch eine 2. Ich bin zufrieden. 2 ist immer gut. So, brauchen wir hier noch irgendwas? Das ist auch Birnenbaum. Ich glaube, ansonsten Erdbeerstrauch. Ich glaube, dann haben wir alles. Sie ist sportlich engagiert. Sehr gut. Wir plaudern jetzt nicht mit Wolfgang, wenn wir hier nach Zeugs kurz suchen. Kann ich mal kurz angeln gehen? Vielleicht finden wir ja auch was Tolles. Könnten noch versuchen, Frösche zu kreuzen. Geht auch. Nee, so wie es aussieht, haben wir ja alles. So wie es aussieht, haben wir alles. Na, fängst du was oder fängst du nix? Er hat was. Ein Lachs. Er hat einen Lachs geangelt. In diesem Tümpel. Ugh. Er hat einen Lachs geangelt. Zu einem Tümpel. Alles klar. Läuft bei dir, Adam. Läuft bei dir. Ist gut, wir gehen heim. Morgen hat er sowieso noch Urlaub. Dann pflanzen wir das vielleicht alles erst morgen. Außer den Lachs, den machen wir jetzt schon in den Kühlschrank, sonst verdirbt er uns noch. Das muss nicht sein. Na, auflad, schneller lad, schneller lad, schneller. Okay, während das hier lädt, kann ich euch noch was sagen. Ich habe ja, glaube im letzten Part was. Oh mein Gott. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war im letzten Part oder es war im vorletzten. Habe ich euch ja erzählt, was für YouTuber ich so aktiv eigentlich gerade schaue. Und die sind ja alle, sag ich jetzt mal, schon Riesenbekanntschaften auf YouTube. Die kennt ja eigentlich fast jeder. Die Namen, die ich gesagt habe, es waren jetzt ja keine Unbekannten. So Honigball, Tyra Fiend, Gronkh, Pandoria. Kennt jeder. Du kannst mal Hausaufgaben machen. Nur so nebenbei. Machst du denn Hausaufgaben? Sie ist ganz beschämt. Oh. Ja, iss du mal dein Stück Schokokuchen. Schokolade heilt Wunden angeblich. Kann ich jetzt nicht bezeugen, ich krieg von Schokolade Kopfschmerzen. Finde ich ganz komisch. Habe ich früher auch nie gekriegt. Mittlerweile kriege ich Kopfschmerzen von Schokolade. Das ist ganz eklig, Leute, ehrlich. Das ist wirklich widerlich. Stört mich aber eigentlich recht wenig, weil ich sowieso eigentlich ein Haribo-Kind bin. Haribo. Aber trotzdem, wenn man dann mal Lust hat auf ein Stück Schokolade und man weiß, man kriegt Kopfschmerzen davon, das ist nicht lustig. Überhaupt nicht lustig. Nee, und dann hat mich eigentlich mal ein YouTuber gefunden. Er ist doch kein großer YouTuber, aber er ist voll nett. Er macht auch relativ gute Videos, finde ich. Oder ich finde, er macht sehr gute Videos. Und er hat bis jetzt, er hat knapp 200 Abonnenten. Ich glaube, 189 ist gerade mein letzter aktueller Stand. Und ich finde, er hat viel mehr Abonnenten verdient. Und ich bin total im Rückstand bei ihm auch. Eigentlich schaue ich
seine Videos auch sehr gerne. Ich bin wirklich komplett im Rückstand bei ihm und habe mich dafür deswegen schon bei ihm entschuldigt. Und zwar heißt der YouTuber VV Cranky VV. Ich packe auf jeden Fall seinen YouTube-Kanal mal in die Infobox unten rein, dass ihr ihn euch auch mal anschauen könnt und ihn abonnieren könnt. Ich persönlich finde, er ist ein sehr guter YouTuber und ich habe mich schon wieder am Kabel verheddert. Es ist mir allerdings erst aufgefallen, als ich vorhin ein, zwei Videos von ihm angeguckt habe, dass ich ihn gar nicht erwähnt habe. Das musste ich jetzt unbedingt nachholen. Einfach so für mich, um mein zu beruhigen. Ja, macht wirklich. Also, wenn ihr wirklich Minecraft-Let's Plays macht, da. Macht auch viele Xbox Let's Plays jetzt. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Ich packe auf jeden Fall seinen Link unten in die Infobox rein, dass ihr da mal vorbeiguckt. Dann könnt ihr ihm ja liebe Grüße von mir dalassen. Oh, die Arme, die ist so beschämt, dass sie sich vor allen verstecken muss. Noch Schatzi-Mausi. So, du wurdest befördert. Das wundert mich. Obwohl sie eigentlich gar keine Gemälde gemalt hat, hat es zum Glück wirklich gelangt für eine Beförderung. Finde ich gut. Finde ich super. Finde ich wirklich supi. Er macht Hausaufgaben und wird dabei von seiner Mama zugeschwafelt. Passiert. Oh, die Arme. Aber sie spielt ein bisschen mit dem Schmetterling. Du gehst auch mal schlafen. Deine Vampirkraft ist ziemlich ab. Ziemlich weit. Ja, okay, die Hälfte ungefähr. Oh, bei ihr brauchen wir noch ein bisschen. Wir müssen erstmal Meistervampirin werden, bis wir Großmeisterin der Vampire werden können. So. Darko ist fertig mit seinen Hausaufgaben. Sehr schön. Mit Puppen spielen. Geh mal ein bisschen mit Puppen spielen. Darko, Darko. Eigentlich. Ich finde es ja schön, dass er eigentlich Gemälde malen will, aber eigentlich will ich ihn gar nicht in der Kunst drin haben. Weil das, sonst hätte ich ihm ja gar nicht erst die Karriere oder das Bestreben mit Comedy gegeben. Eine Tür verschließen. Es ist schon immer nervig, finde ich, wenn die Sims ihre Tür abschließen und andere Sims oder sie haben Besuch oder sie haben eine Freundin und du vergisst dann die Tür wieder für die aufzuschließen, dann stehen sie einfach dazu eine Tür und können nicht mit einem Sim quatschen. Da muss man immer aufpassen. So. Oh nein. Etwas zeichnen. Ja. Obwohl es ist eigentlich spät, junges Fräulein. Du zeichnest morgen was. Hab ich so eben beschlossen. Okay, Schokolade macht glücklich. Sie ist glücklich. Nicht wegen dem Puppenhaus, nein, nein. Ich sag wegen diesem Tortenstück mit Schokolade. Aus keinem anderen Grund ist sie jetzt glücklich. So, danach fliegt sie ins Bett auf jeden Fall, weil wir haben. Hallo, wir haben schon 11. Das in diesem Alter. So, und das machst du in dieser Reihenfolge.
Und schlafen. Bis die ins Bett kommen, das ist 12, dann kommt sie morgen früh nicht mehr aus dem Bett. Schlimm, diese Kinder manchmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie früh ich eigentlich in dem Alter im Bett war. Ganz ehrlich, kein Plan mehr. Ich bin unterschiedlich ins Bett gegangen. Ich hatte auch mal eine Zeit als Kind, das weiß ich noch, bin ich relativ früh ins Bett, 8 oder 9, ne? Dann gab es mal eine Zeit, da bin ich immer so um 10 spätestens irgendwie ins Bett. Ich weiß. Ich habe, glaube ich, immer unterschiedliche Uhr. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, meistens bin ich ins Bett, wenn es meine Mama dann gesagt hat, oder denke ich zumindest. Ich bin mir gerade ganz unsicher. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall mal so eine Zeit hatte, wo ich dann wirklich um 8 oder um 9 ins Bett bin. Weil das hat mir meine Mami mal erzählt. Das weiß ich. Keine Ahnung, was mich da gebissen hat. Heute könnte man sich das, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, um 8 oder um 9 abends ins Bett zu gehen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall danke ich euch an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen. Vergesst nicht beim Cranky vorbeizuschauen. Sein Link ist wie gesagt in der Infobox verlinkt. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao!